Hallöchen ihr Lieben, seid jetzt willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und diesmal spielen wir mal wieder ein neues Spiel von Supercell und ja, es nennt sich Brawl Star und Brawl Star ist ja schon relativ lang angekündigt gewesen und ich war auch schon richtig gehypt vor, was weiß ich, einem halben Jahr oder so, ich weiß nicht, wann das erstmal angekündigt wurde, kann auch sein, dass ich mich gerade total verschätzt habe, aber ich war damals total gehypt, als ich zum ersten Mal davon gehört habe und habe versucht, das zu bekommen, irgendwie, aber es ging damals noch nicht und jetzt ist es draußen. Ich habe es mir vorhin runtergeladen, ich weiß nicht, ob es heute rausgekommen ist. Ich nehme es jedenfalls, glaube ich, an dem Tag auf, wo es rausgekommen ist. Und ja, ich werde euch jetzt erstmal ganz grob dieses kleine Menü hier erklären. Also hier in der Mitte sieht man den Brawler, den ich momentan spiele. Und dann haben wir hier links ein kleines Fensterchen, wo auch Brawler steht, da kann ich kurz mal draufklicken, damit sehen wir alle, die ich habe. Da haben wir Shelly. Shelly habe ich jetzt gerade drinnen. Dann Nita. Nita ist halt ein kleines Mädel mit ihrem Bär. Dann haben wir Colt. Ja, Colt ist einfach Colt. Und es gibt ja auch verschiedene Skins natürlich zu allen möglichen. Colt ist halt, ja, die haben halt alle ziemlich spezielle Arten, wie sie kämpfen, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Dann haben wir, ja, Barley. Ich mag seine Stimme einfach. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es gut hören könnt, aber ich kann den Ton nicht viel lauter stellen, sonst hört man in-game dann nichts mehr, weil da so viel rumgeschossen wird und so laut ist. Ich habe es vorhin schon versucht. Und ja, ich mag Colt ziemlich gerne und ich mag auch Shelly ziemlich gerne. Ja, wir fangen jetzt erstmal mit Shelly an. Das ist der Standardcharakter, den man von Anfang an den man erstmal bekommt. Dann gibt es hier unten die verschiedenen Ereignisse, wie die sich nennen. Und wir haben hier Juwelenjagd, Showdown und Kopfgeldjagd. Das ist erstmal alles, was ich finden konnte, was ich bisher freigespielt habe. Und hier unten haben wir zwei Arten von Kisten, wo man halt Marken sammeln muss, damit man, ja, die öffnen kann. Dann haben wir noch Community, da kann man verschiedenen Clubs beitreten. Da werde ich mal sehen, was ich mache. Ich könnte jetzt natürlich erstmal random irgendeinen beitreten. Guck mal, hier, der hat schon 61 Mitglieder. Muss ja ein guter sein. Kann man sich mal angucken und hier beitreten. Zack, schon bin ich ein krasses Clubmitglied. Und jetzt kann ich halt jemanden, der online ist, einladen. So, zack, der ist online. Hast du Lust zu spielen? Ja, wir lassen es jetzt mal, weil wir wollen mal kurz alleine spielen, damit ich die Leute nicht unnötig nerve, weil ich bin nicht besonders gut in solchen Sachen wie Videospielen. Okay, und dann würde ich mal sagen, wir fangen mit Juwelenjagd an, weil das ist halt der Standardspielmodus. Und drücken hier auf Spielen. Ich versuche mal grob zu erklären, worum es geht. Man spielt zu 6, 3 gegen 3 in einer kleineren Arena. Hier wird sie nochmal schön gezeigt mit den Spielern. Und ja, in der Mitte hier ist so ein kleiner Juwelenspawn und man muss natürlich versuchen, diese Juwelen, die daraus ploppen, zu sammeln und dann auch zu behalten. Das ist ein gutes Ziel. Und wenn man diese schafft, diese zu behalten, dann und um 10 Stück sammelt, sorry, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, deswegen bin ich nicht ganz so akkurat in der Redeart. Wenn man schafft, 10 Stück zu sammeln, dann bekommt man Dann bekommt man den Countdown am Ende und dann, wenn der Countdown abgelaufen ist, dann hat das Team, was halt 10 hat, gewonnen. Komm schon, kill den Bär. Genau. Außerdem gibt es auch noch Fähigkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Gegner hier anschieße, dann hat sich gerade meine Fähigkeit hier aufgeladen und ich kann die jetzt hier auf den Kerlchen da, oder das ist ja, ich habe ihren Namen vergessen, Nita oder sowas. Und, wenn ich einmal nur auf diesen Stick drauf tippe, dann schießt er automatisch auf den nächsten Gegner, aber das kann man sich im Tutorial alles nochmal anhören. Und unter meinem Leben, sieht man ganz klein, sind diese drei Balken und diese drei Balken, ja, komm schon, diese drei Balken sind quasi, komm schon, ich muss mich nicht konzentrieren, sorry, ja, komm schon, verdammt, habe ich echt noch gegeben und 51 Leben verloren. Wenn die drei Balken voll sind, hat man drei Schüsse und die laden sich mit der Zeit wieder auf, genauso wie das Leben, wenn man angeschossen wurde. Und da haben wir schon unsere 11 und es liegt nicht an mir, ich fühle mich ein bisschen schlecht, also ich renne jetzt mal ein bisschen rein, so. Hat nicht mehr viel gebracht, weil die anderen die ganze Arbeit gemacht haben, beziehungsweise diese eine, Hugo. Und unser Team hat jetzt gewonnen. Das bedeutet natürlich, dass man auch total gute Mitspieler haben muss, damit man gut gewinnen kann und so weiter, aber ja. So, dann können wir hier mal auf Weiter drücken. Ja, hab gewonnen. Hab nicht viel dazu beigetragen, aber ja. Genau, dann gehen die Pokale auf meinen Pokal-Counter. Da kann ich jetzt auch gleich mal drauf drücken. So. Okay, alles klar. Dann, wenn ich auf diesen Pokal-Counter drauf drücke, dann kann man sehen, was ich inzwischen freigespielt habe durch meine Gewinnung von Pokalen. Bei 5 Pokalen gibt man eine Truhe, 10 und so weiter. Und dann habe ich zuerst Nita freigeschaltet, die ist ja relativ am Anfang gewesen. Dann haben wir Colt, den kann ich euch auch gleich gerne nochmal zeigen. Und der nächste, der jetzt kommen würde, wäre Bull. Passt zu ihm, er sieht irgendwie aus wie so ein Mobber, also wie ein Bully. Naja, wahrscheinlich ist er auch so gemeint. Okay, was haben wir hier hinten, da ist so ein Pfeil.
Okay, da kommen einfach weitere Charaktere. Das dauert noch ein bisschen, bis ich das alles freigeschalten habe. Und das nächste Ziel sind erstmal diese drei Karten. Genau, kann ich einen Brawler leveln. Genau, so, dann versuchen wir das mal hinzubekommen. Jetzt haben wir eine Runde Juwelenjagd gespielt. Das ist ein bisschen simpel, ich probiere nochmal eine Runde. Weil ich möchte vielleicht auch mal eine Runde machen, wo ich auch was dazu beitrage vielleicht und nicht nur am Erklären bin. Das wäre sonst sad. Also wirklich gut bin ich in dem Spiel nicht, aber ich versuche mal mein Bestes. Okay, diesmal spawnen sie sogar auf unserer Seite. So, guck mal, der will mich hier direkt haben. Der gute Kerl. Genau, und mein Leben regeneriert sich automatisch, wenn ich... Oh je, hab sie gerade so noch nicht bekommen. Und dafür meine Juwelen an die Gegner abdrücken müssen. Es ist halt auch wichtig, dass man die Juwelen verteilt auf sein Team. Dass halt quasi, wenn einer stirbt und er 10 Juwelen hatte, ist es natürlich schlecht, weil dann die 10 Juwelen den Gegnern gehören und die einfach auf dem Boden rumliegen. Stirbt schon. Wow, ich bin echt inkompetent. Das kann ja nicht so schwer sein. Oh, da ist ein Bär. Sagt mir doch einer was. Okay, ich habe ein Juwel. Das einzige Juwel unseres Teams. Und ja, da liegen noch 2. Die sind ja relativ, das ist ja relativ gut. Okay, ich habe 3, deswegen gehe ich mal kurz in Deckung, dass ich ein bisschen mein Leben auflade. Das lädt man mit der Zeit selber auf. So, und jetzt ist es wieder gut. Gehe ich mal wieder in die Mitte. Hier sind, die lauern wahrscheinlich irgendwo in den Büschen. Genau da, wie der jetzt zum Beispiel. Das ist auch keine schlechte Taktik, also. Oh, guck mal, der Typ hat mich geheilt. Das finde ich nicht schlecht. Ich will auch mal einen Kill machen hier, das wäre ganz nett. Okay, oh, guck mal, kommt ein Bär. Piu, piu. Ja, wir haben wieder einen Bull. Der ist ja nicht Bulli, sondern nur Bull im Team. Okay, ich trage jetzt alle 5 Juwelen. Das heißt, ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück, weil, ist ja nicht der Sinn der Sache. Guck mal, da ist einer Nike. Und Nike ist nur eine Blubberblase. Finde ich nicht schlecht, habe ich kein Problem mit. Kann ich nicht sagen. So, Nike wird von einem Bären gegriffen. Wir werden den Bären natürlich jetzt erstmal platt machen. So, weg mit dir, Bär. Oh, die sind schon voll. Wieso sagt denn keiner was? Ja, so läuft das, wenn ich mal versuche, richtig mitzuspielen. Ja, der kleine Chris hat hier richtig gerockt. Okay. Dann immerhin. Okay, ja, also ich habe jetzt so zwei Pokale verloren, aber ein bisschen Erfahrung dazu bekommen, glaube ich mal. Und die anderen beiden wollten nochmal, sorry, jetzt habe ich abgelehnt, aber ich möchte ja nicht nur Juwelenjagd spielen, denn es gibt auch noch andere Spielmodi und auch noch andere Brawler. Ich werde jetzt nochmal Colt spielen, weil Colt finde ich eigentlich ziemlich nice. Und wir probieren mal einen Showdown. Ein Showdown ist einfach nur 10 Leute alle gegen alle. Und ich bin nicht besonders gut darin, aber ich werde es mal versuchen. So, dann starten wir mal hier in die Fresh Arena rein. Die ist ein bisschen größer und sind auch ein bisschen mehr Leute. Deswegen ist sie vermutlich auch größer. Genau, hier spielt jetzt jeder gegen jeder. Gegen jeden. Deutsch ist auch nicht so meine Stärke. Und ich muss jetzt also quasi versuchen, mein Leben zu rocken. Das ist gar nicht so leicht, weil ich bin ziemlich ein Noob. Ja, da bin ich schon besiegt. Und je nachdem, wann du besiegt wirst, kriegst du halt entweder Punkteabzug, wie jetzt in meinem Fall. Oder kannst halt auch welche dazu bekommen. Aber ich versuche mal noch eine Runde. Macht ja auch Spaß. Ja, und mal schauen, vielleicht kann man eine andere Taktik verfolgen diesmal. Okay, hier haben wir gleich 3 Kisten. Ja, Colt ist total eingebildet und er steht total auf sein eigenes Aussehen. Ich weiß auch nicht. So, und dann nochmal. Genau, wir können jetzt diese Boxen hier zerstören, dann kriegen wir dafür Punkte. So, und dann schießen wir die einfach mal. Okay, es dauert jetzt ein bisschen länger, weil ich. Ui, weil ich beide abschieße. Und genau, es ist halt wie ein Battle Royale, man kriegt halt. Man wird halt eingehängt. So, kurz das Gift gelaufen, um die Dings abzuholen. Genau, und dieses Ding drückt jetzt halt die Leute in die Mitte. Wow, er steht einfach in der Ecke. Was erhofft er sich dadurch? Komm schon. Oh, er hat einen Bär gespawnt. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ja, das wäre jetzt meine Gelegenheit. Aber ihr seht, ich bin nicht besonders gut. Aber ich bin tatsächlich der dritte oder vierte geworden. Und deswegen kriege ich Punkte. Auch wenn ich nicht einen Kill gemacht habe. Aber das ist jetzt erstmal dahingestellt. Vielleicht wird es nochmal dran gefeilt oder was weiß ich. Teameinladung, nö, sorry, jetzt gerade schlecht. Verlassen wir mal, denn ich möchte ja noch einen anderen Spielmodus probieren. Und zwar Kopfgeldjagd. Die habe ich gerade in meinem letzten Aufnahmeversuch schon mal versucht. Aber ich bin halt,
ja, der Aufnahmeversuch war nicht gut. Und deswegen mache ich das jetzt nochmal. Deswegen habe ich auch ein bisschen schon Ahnung, was man hier machen muss. Und zwar sammelt man die Sterne auf, die hier rumliegen, damit man dann... So, damit man dann... Ja, dann erhöht man sein eigenes Kopfgeld, aber... Aber genau. So. Und je mehr Sterne man halt hat, desto mehr Dings hat das Team. Desto mehr Punkte hat das Team. Colt hat halt eine ziemlich krasse Reichweite. Das ist so schön an ihm. Okay, okay, vorsichtig. Too pretty. Colt ist auch ein bisschen eingebildet, was sein Aussehen ansieht. Das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Okay. Genau, und welches Team halt am Ende mehr Sterne hat, das gewinnt. Übrigens, wir haben ja gerade noch Showdown gespielt. Und bei Showdown, ich habe gerade noch nicht so wirklich Ahnung, was diese Blitzdinger bringen. Also, die zeigen halt quasi an, wer besonders stark oder schwach ist. So, ich bin fast tot. Jetzt zu sterben wäre nicht cool. Allgemein zu sterben ist nicht so cool im Spiel, weil es bringt dem Team meistens keine Vorteile. Oh. Lass meinen Freund in Ruhe. Okay, ich sollte nicht so oft anvisieren und einfach mal Auto-Aim rulen lassen. Komm schon. Jawohl. Auch noch einen Kill gemacht. Hat jetzt mein Kopfgeld erhöht und damit auch die Sterne, die mein Team hat. So, seid ihr mal nicht cool? Na, guck mal da. Na. Zeig dich, oder ist er ja? Da ist sie ja. Also, ich werde nicht wundern, wenn ich die Charaktere etwas öfters bei ihrem Charaktergeschlecht urteile, auch wenn es vielleicht Männer sind, die spielen oder. Ja. So. Das war ein schönes Voice-Acting an dieser Stelle. Props dafür. Da versteckt sich jemand im Gross. Ah, okay, ist tot. Okay, da haben wir noch einen Kill gemacht. Sehr schön. Okay, ich glaube, dass ich gleich drauf gehe. Yep, was soll man machen? 33 zu 30, es könnte knapp werden. 35 zu 30, kommt schon. Brawl vorbei, 35 zu 30. Ja, da haben wir eine Runde Kopfgeldjagd gewonnen. Und ja, das ist sogar die erste Runde, die ich gewonnen habe. Ich habe auch erst drei Runden gespielt. Das ist jetzt gerade meine dritte gewesen und mein erster Sieg. Bisschen traurig. Genau, jetzt kriegen wir diese Totenkopf-Coins oder wie auch immer die nennt, also Marken. Verlassen wir mal. Sorry, Leutings. Und damit können wir uns die nächste Truhe öffnen. Zack. So, machen wir ein Case-Opening. Was wird drin sein? 12 Münzen, ein paar Karten für Colt. Und damit können wir ihn sogar upgraden, das mache ich gleich mal. Und ein paar Karten für Barley, den können wir jetzt aber noch nicht updaten. So, dann können wir zu den Brawlern gehen und das Upgrade für Colt durchführen. Zack. Ja, das ist doch sehr spektakulär gewesen. So, hier im Shop ist immer eine 1, das stört mich ein bisschen, aber... Ja, die müssen ja auch ein bisschen Werbung für sich machen und die 1 geht auch nicht weg, wenn man draufklickt. Ja. Schauen wir mal, wir sind doch jetzt in einer Allianz, oder? Achso, das hier ist unsere Allianz, okay. Ich muss erst ein bisschen durchblicken. Das ist unser Club, Allianz, unser Clan oder wie man es auch immer nennen möchte. Inzwischen ist es halt ein Club. So. Und da sind auch mehrere Leute online. Jetzt, wo das Spiel neu draußen ist, sind wahrscheinlich ziemlich viele Leute die ganze Zeit online. Und, ich weiß nicht, machen wir doch eine Runde, aber ich würde, glaube ich, gerne noch mal eine Runde Juwelenjagd machen, weil das ist das, wo man so am leichtesten durchblickt. Also ich zumindest. Also, Juwelenjagd. Los geht's. Da fällt schon der erste Juwel und der ist auf unsere Seite gefallen. Ich habe mich schon ein bisschen verarscht gefühlt, weil die Juwelen immer auf die Seite der Gegner gefallen sind, also immer wenn ich gespielt habe. Okay, ein bisschen backuppen. Wir haben schließlich einen Juwel. Ja, da ist gerade ziemlich viel Feuer in der Mitte. Oh, Hilfe. Ja, da habe ich wohl dem Feind ein paar Juwelen abdrücken müssen. Wodurch sie leider schon bei 5 sind. Okay, aber die 5 sind alle auf einem. Das heißt, wir haben vielleicht eine gute Chance, diesen einen zu besiegen. Und ja, genau, da ist er nämlich. Der nämlich, ja, da ist er draufgegangen.
Hilfe. Die sind auf unser Team ein bisschen besser verteilt, muss ich ja sagen. Nichts vor ungut, Leute. Okay, das läuft momentan ganz gut. Okay, ich glaube, da ist gerade einer von uns gestorben. Uiui. Too pretty. Ja, zu schön, um zu sterben. Kann doch nicht wahr sein. So, da haben sie schon ein Dings voll. Okay, da müssen wir, glaube ich, jetzt ein bisschen härter durchgreifen. Oh, oder auch nicht. Da hat er wohl eine 8. Das ist immer der Fehler, den man machen kann. So, geh mal drauf hier. Das habe ich nicht gern. Piu, piu, piu. Ah, ich mag das. Das hat er echt, das sagt er echt schön. So, komm schon. Teddy, den hätten wir. Ja, diese Feuerbälle sind echt ein bisschen OP von dem Magier, muss ich ja sagen. Hilfe, Hilfe. Bin leider an dem Pilz hängen geblieben. Oh, ganz knapp. Okay, wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre eh nicht so schlimm, weil unserer mit den 10. Ja, mit dem Wurscht-Salat, der Junge, der war gerade hinten im Busch drin. Ja, da haben wir noch eine Runde gewonnen. Schönes, feines, abschließendes Gewinnerründchen. Habe ich kein Problem mit. Insgesamt 0. Alle Marken eingesammelt. Okay, ja, ciao. War ja eine nette Runde, aber nein. So, und dann würde ich an dieser Stelle schon mal behaupten, dass das für dieses Video gewesen wäre. Ich mache vielleicht in Zukunft davon noch ein paar, weil das macht schon relativ doll Spaß. Und es gibt mehrere Spielmodi und das ist, ja, eine nette Sache. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig über eine positive Bewertung freuen. Oder auch ein Abonnement, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, schaltet doch auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Und dann würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und ciao.